Hallo Leute, einen wunderschönen guten Abend. Toll, dass ihr alle da seid. Es geht weiter mit unserem Blood Level 4-No Level Run hier in Bloodborne. Weit sind wir schon gekommen, viel weiter wollen wir noch kommen. Und das werden wir am heutigen Abend gemeinsam machen. Schön, dass ihr alle da seid. Und auch ein direktes Hallo an meinen wunderbaren Moderator, Mr. Darkrow. Schön, dass auch du da bist. Hallo Bio, hallo Absolution, Lord Cadis, Paul. Alle da, meine Güte. Wie die richtigen guten Deutschen, die ihre Liege schon morgens um 5 mit dem Handtuch belegen. Auch Miramax ist ja auch da. Und der zweite wundervolle Moderator. So, wir sind in der letzten Episode richtig gut vorangekommen. Wir haben Rom die Spinne platt gemacht. Auch da einen besonderen Gruß an Miramax. Wird sein Vollbart? Nö, das ist einfach nur, ich lasse immer alle 2 Wochen meinen Bart einfach wachsen und dann nach 2 Wochen kommt er am Wochenende immer weg, weil er dann nämlich anfängt zu jucken. So. Wir haben den Wiedergeborenen erledigt und jetzt stehen wir hier im Unterrichtsgebäude auf dem Weg in die Albtraumfront, um dort dem nächsten Boss eine draufzuhauen. Das wäre dann der optionale Boss Ebrietas. Zuallererst möchte ich aber. Nikanor, Dankeschön für dein Abo. Schon 4 Monate in der Abo-Falle. Noch schöne Grüße vom Bodensee. Dankeschön. Ich muss leider die Vorleseolle mimen, weil das irgendwie nicht so wirklich hinhaut in letzter Zeit. Wie geht's Lukas? Den Bossfight gegen Exel überstanden? Hat er. Ja. Wenn auch mit sehr viel Stress und sehr viel Ärger. Und jetzt ist er gerade bei seiner besten Freundin und macht Entspannung. Dankeschön, Nikanor, für dein Abo. Vielen Dank. 4 Monate. BJ, guten Abend. Ich habe zum Vergleich mal den Soul Level 1 Run in Dark Souls 3 gemacht. Der Battle Level 4 Run war viel, 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 viel schwerer. Ja, das glaube ich. Das glaube ich dir sofort, aufs Wort. Das haben wir schon in den ersten 3 Streams gemerkt, dass der Anspruch bei einem Charakter, den man nicht aufleveln darf, hier in. Ach ja, den vergesse ich immer. Hier in Bloodborne wirklich echt heftig ist. Wollte ich nicht eigentlich in den Hunter-Stream. Ihr habt mich ganz rausgebracht. Deswegen erstmal Prost. Super. Gut, da muss ich jetzt meine Blutechos zurückholen und dann geht's in den Hunter-Stream. Elino, vielen Dank für dein Abo. Vielen Dank. Viel geholfen bei Bloodborne und Dark Souls. Super, das freut mich. Das freut mich. Und guten Abend, Koma. Hast du jetzt meine. Ja, hast du. Boah, habt ihr die Verzögerung gesehen? Und den Schaden, den ich austeile? Asek, Dankeschön für dein Abo. Vielen Dank. Da passt ja perfekt. Hab die letzten Tage deine alten Bloodborne-Streams geguckt und bin vor 30 Minuten mit dem letzten Freitag fertig geworden. Jetzt geht's direkt weiter. Jawohl, der absolute Bloodborne-Overkill. Vielen, vielen Dank für die Abos, Leute. Dankeschön. Zwiebelritter hat heute endlich die erste Impfung bekommen. Jawohl. Je nachdem, was es für ein Hersteller ist, darf sich jetzt die nächsten Tage eventuell auf diverse mehr oder weniger starke Nebenwirkungen gefasst machen. Achso, ich darf ja nicht leveln, ne? Aber was ich machen wollte. Ich wollte mal die normale Startaxt kaufen, auch noch als Alternativwaffe. Die gibt's doch hier, oder? Die Jägeraxt, genau. Die kann ich ja führen. Und die leveln wir auch mal noch parallel hoch. Ja, bei AstraZeneca soll es so die erste Impfung sein, die weghaut. Und bei BioNTech die zweite. das war lustig. Elino, guten Abend. Und auch dir, Eisbär. Jägeraxt. Da bin ich auf 6. Genau, dann machen wir das hier 7. Zack. Wunderbar. Und den Rest des Geldes investieren wir in Blutfiolen und Kugeln. Ich habe 300 Blutfiolen, 200 Kugeln. Das heißt, ich kann eigentlich jetzt nochmal 50 Blutfiolen draufhauen. Mr. Darkrow! Hype Train! Oh, Baby, Baby, Hype Train.
Musiknoten. Dankeschön für die 50 Bits. Vielen Dank. nein. Genau. Dann habt ihr eure zweite am 8. Juli. Also in gut 2 Wochen rum. Sag mal, ich kann mir nie merken, ob es zur Albtraumfront hier oben im oberen Stockwerk weitergeht oder unten. Da hinten an der Stirnseite. Ich kann es mir nicht merken. Das ist echt immer 50-50. Unten. Ja, ja, genau. Erst nach Patches und so weiter, ne? Also unten Patches spinne und so und dann unten durch. Okay. Danke, danke, danke. Ihr seid die Besten. Von wem habt ihr das gelernt? Wie gerne hat er gestern... Ey, also, alle mittlerweile hier schon durchgepiekst. Wunderbar. Von diesem Joker-Face. Ihr habt von dem schon ein bisschen was gehört. Kann man den gucken? Lernt man da was? Oh je. Scherz beiseite. Ey, jetzt du nervst mich, wirklich. Was war das? So 270 Grad um sich rumschlag? Aber das wird ja unten im Unterrichtssaal wird das ja der Horror mit den ungefähr 20 Viechern, ey. Das ist ja nicht mehr schön. Ihr lasst mich alle in Ruhe? Okay. Da hinten liegt doch auch ein Brocken, oder? Täusche ich mich da? Danke dir für den schönen Dark Souls 3 Tipps. Und auch geil, wenn man dich was fragt, auf YouTube antwortest du auch direkt. Ja, das... Dankeschön, Killer. Ist mir auch immer sehr wichtig, tatsächlich. Ich finde es immer wieder lustig, wenn sich... Wenn Zuschauer so begeistert sind und sich bedanken, dass ich auch auf Videos oder Untervideos antworte, die irgendwie schon Jahre alt sind. Und dann schreibe ich immer, das Alter des Videos ist da total egal. Das Alter des Kommentars ist es. Und ich versuche tatsächlich immer, so schnell es geht, auf jedwede Frage zu antworten, die ihr so habt. Boah, die Typen sind hart mit dem Schaden, ey. Ja, da ist doch ein Brocken, ne? Jawohl. Hör auf zu rotzen hier. Bah. Ey Leute, nicht durch die Wand durch, ne? Also, ey, untersteht euch. Was sagst du zum Eigentor der UEFA mit der ganzen... Ach komm, peinlich, peinlich, peinlich. Letztlich kann man wirklich sagen, was sie erreicht haben, war wirklich noch mehr Publicity, als es die Allianz Arena in Regenbogenfarben jemals hätte erreichen können. Insofern Dankeschön, aber Glaubwürdigkeit haben sie mal komplett verspielt. You should pay me. Das freut mich, Dankeschön. Wo kann man in Subnautica Below Zero gut Blei farmen? Blei. Versuch's mal in den lila Höhlen unter den Twirly Bridges. Da, wo es auch echt viele Diamanten gibt. Ich glaube, da kriegt man auch Blei her. Also, die Twirly Bridges, 200 Meter tiefer, gibt's Spalten im Boden, die dann runter zu den lilafarbenen Höhlen führen. Ich glaube, da... Weißt du noch, wie viele Versuche du bei deinem ersten Run gebraucht hast für die Tänzerin? Gar nicht so viele. Die Tänzerin liegt mir total. Die habe ich, ich will nicht lügen, vielleicht sogar beim First Try erwischt. Kann ich aber nicht beschwören. Jedenfalls habe ich nicht lange an ihr gesessen, weil bis heute liebe ich diesen Kampf total. Chucky hat dank mir Trophy, Platin Trophy bei Sekiro geholt. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Glückwunsch. Er und seine Hitboxen. Und wenn der jetzt meine Echos hat, wobei es sind nur 2800.
Wir kommen ja richtig gut voran. Aber mich überrascht total. Das war nämlich in Dark Souls nicht so. Da wirkt sich das Waffenscaling nicht so spürbar aus. Also das Scaling auf Stärke, Geschicklichkeit, was auch immer, jedes Schadensattribut, wirkt sich bei Dark Souls nicht so stark aus wie hier. Ich habe eine Plus-9-Waffe. Eine Plus-9-Waffe, die ist fast maximal aufgelevelt. Und trotzdem mache ich fast keinen Schaden. Das war in Dark Souls 1 ganz anders. Gruselig. Guten Abend, Bonsai. Echos sind im Run doch relativ egal. Ja, das stimmt. Ich brauche sie halt zum Blutfiolen und Patronen kaufen. Aber 2000 ist jetzt echt kein Verlust. Ab nächste Woche kommt Sinners Mod zweimal die Woche, oder? Nee, erst ab Mitte Juli. Sasuke ist back in Deutschland. Wird auch Zeit, ey. Kann man denn so lange da im sonnigen Süden rumhängen? Von mir? Na, das ist Patches. Oh, es schmerzt. Ich habe einen. Das liegt doch auf der Hand. Ihr durftet es nicht wissen. Macht nichts. Wir hatten es gar nicht grau. Wir hatten letzte Woche durchgehend 30 Grad und unerträgliche, wirklich schwüle Temperaturen. Oh, Zweifel? Hades ist angefangen, Absolution, sehr schön, sehr schön. Das ist so ein tolles Spiel, brutal. Die Arachnophobie droppt, ja, deswegen hab ich ihn umgehauen. So, gut. Jetzt klappern wir erstmal unten alles ab. Guten Abend, Dark Souls Special. Perfektes Spiel für Zugfahrten. Das stimmt. Das kann man echt immer mal wieder reinschieben. Das ist so toll. Patches hat dir noch nichts getan. Genau, ich bin einfach nur prophylaktisch. Weißt du, nach so vielen 100 Stunden Dark Souls und Bloodborne weiß ich ja, wie Patches so drauf ist. Und deswegen komme ich ihm mal wieder zuvor. Die ist zu, ne? Ja, oh, hab ich das übersehen, Sasuke. Wie schwer hat es ist. Also die letzte Welt ist echt knackig. Ich habe es auch noch nicht geschafft durchzuspielen. Also bis zum finalen Boss bin ich noch nicht gekommen. Spoiler, ich sag nix. Aber es ist schon hart. First Playthrough Video von Sekiro, einfach köstlich, die Planlosigkeit. Ja. Wohl wahr. Hier irgendwo was? Nö, ne? Doch. Ach ja, kann man gut verkaufen. Schüleruniform. Dann die Notgroschen. Kein NPC hier. Nein, keiner. Dafür dann in der Albtraumfront gleich zwei Stück auf einmal. Oh je, du da. Hm. Ja, bei solchen Spielen, Roguelikes, da spielt natürlich auch immer das Glück mit. Wenn der Zufallsgenerator mal sagt, das ist keine gute Runde für dich, dann ist es halt so und dann muss man damit leben. Das ist halt einfach mal ein bisschen Pech. Lukas geht's gut. Hatte eine ziemlich stressige Woche. Mass Effect 1, 2, halt, bin echt beeindruckt von den Spielen. Ja, Mass Effect ist grandios. Grandios. So, schnell raus und rein und wieder raus, ne? Bevor die da hinterherkommen. Ogre of Obrietas. Raus. Gut, also jetzt haben wir hier alles, oder? Ja, genau. Albtraumfront. Wie viel Brocken habe ich jetzt eigentlich? Ach, Inventar. 3. Ich brauche 5. Gibt es in der Albtraumfront Brocken? Ja, garantiert, ne? Aber nicht von den überall rumlaufenden Crystal Lizards.
Zwischendurch dachte ich, dass ich Ebrietas nie schaffe. Ja, Ebrietas ist auch... Das ist tatsächlich für mich auch der fieseste Boss in Bloodborne. Also Ebrietas... Aber ein schöner Kampf. Vier Stück von den zwei großen Lizards. Genau. So, jetzt schauen wir mal. Warte mal, hier ist doch, liegt doch auch noch was, genau. Schauen wir mal, wie es mit diesen Typen hier aussieht, wenn ich die backstabbe, was das an Schaden macht. Wahrscheinlich nicht so viel. Das entscheidet darüber, wie gewissenhaft und langsam ich durch diesen Level laufe. Oh. Er hat es zwar überlebt, aber auch nur knapp. Ne, er ist runtergefallen und gestorben. Haha. Lied Elixir. Albtraumfront gehört nicht ganz zu meinen Favoriten, weil es so optisch trist ist irgendwie. Ich finde es... Das ist zwar echt detailliert und alles richtig kleinteilig, aber irgendwie wirkt es ein bisschen öde, weil alles so grau in grau ist. Ja, die ein, zwei Runen würde ich schon gerne mitnehmen. Ich weiß nicht mehr genau, welche wo liegt. Ach, das sind die beiden Hunter. Ah, schön. Ah, schön, schön. Was ist die eigentlich? Was ist mit dir da hinten? Hä? Au. Sieht etwas nach Dark Souls 3 aus. Returnal? Nein, ich habe in letzter Zeit gar nicht mehr weitergespielt. Ich hänge immer noch in der dritten Welt, ohne den dritten Boss mal gesehen zu haben. Insofern, leider nein. Ich hoffe, dass ich da in nächster Zeit wieder ein bisschen dazukomme. Glaub's aber nicht, weil ich in gerade auf meiner zu spielen Liste sind so ein paar Sachen dazugekommen. Gerade jetzt auch wegen dem Steam Summer Sale. Da habe ich mir für 3 Euro Spelunky geholt, was ich schon lange mal spielen wollte. Ich habe mir für 3 Euro Undertale geholt, was ich auch schon lange mal spielen wollte. Außerdem ist die zweite Story-Erweiterung von Green Hell rausgekommen. Doch. 10% HP-Rune ganz oben, wo Patches dich runterschubsen würde. Genau. Ja. Macht es mehr Schaden, wenn du während einer Kombo die Waffe ausfährst? Ja, macht es. Das habe ich nur noch nie eingesetzt, so richtig. Und müsste das erstmal in mein Muscle Memory ein bisschen reinbringen. Okay. Jetzt die beiden Hunter. Wo seid ihr? Da oben kommt er. Komm mal näher. Nein, nicht wieder zurück. Oh, jetzt sind sie beide da. Ah, super, super. Oh, shit. Sackgasse. Der andere läuft nach hinten, jawohl. Au! Oh, nein! Ja, komm. Der andere kommt einfach von hinten wieder an. Mm-hmm.
Nun denn. Ja, alleine sind die kein Problem, aber zu zweit, wenn sie dann zu zweit ankommen. Vor allem der andere hat ja wieder Wegfindungsprobleme angedeutet. Oder sie vorgespielt, ist nach hinten gelaufen. Und ich dachte, okay, gut, also bye. Ja, von wegen. So. Once more. Nein. Nicht springen. Diese Sprungattacke. Jetzt kommt der andere wieder. Wo läuft er denn hin? Oh Mann. Oh Gott. Also von mir kann es nicht kommen. Ich habe hier 0% ausgelassene Frames und eine Datendurchrate von 6000 Kilobit. Also, diesmal bin's ich nicht. Dann ist es Twitch. Au. Ich kann mit Stolz, Fug und Stolz behaupten. Alphas, Dankeschön für dein Abo. Mit Fug und Stolz behaupten, diesmal bin ich es nicht. Ausnahmsweise mal. So, das ist die erste Rune, die interessant ist. Und ihr zwei, ihr geht mir langsam auf den Zeiger. You know that? Wuhu! Was anderes als da. Ja, das ist sehr viel actionreicher, sehr viel aggressiver, weil man kein Schild hat, hinter dem man sich verstecken kann. Und da muss man ein bisschen dynamischer von A nach B. Gehst du in die Höhle runter? Du meinst unten in den Gift. Gibt's da unten irgendwas Logisches, was man braucht? Wow. Seit einer Minute Standbild. Mal ein Refresh. Bei mir auch sogar tatsächlich. Also ein Refresh hilft. Endlich mal nach allen Monaten ein Abo dagelassen. Hast du dir verdient, du Pappner. Dankeschön, Alphas. Vielen Dank. Schreibt mal in die Runde, falls die mich nicht hören können, weil es stockt. F5 Browser Refresh hat zumindest bei mir gerade auch geholfen. Bei mir stand es nämlich auch. Boah, du bist so schnell. So, jetzt Vollgas. Da 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 da, da sind meine Seelen. Schnell weiter. Ja, Feuerspruch ist gut, weil dann bleibst du an der Stelle stehen. Weiter geht's am Riesen vorbei. Uah. Geschafft. So, hier ist der nächste große Crystal Lizard. Gibt aber auch nur Zwillingsscherben, ne? Ja. Na!
Da hinten noch? Nö. Bee, guten Abend. Software to do, sei cool. Hab gestern das erste Mal Bloodborne angefangen. Oh, hehehe. Ist ja alles so konfus und wirr gebaut, ey. Zwei Blutfiolen. Ratchet und Clank ist PS5 exclusive, ja. Hier schon runter? Weil. Moment. Da, wo Patches ist. Ah, hier ist ja auch noch was, genau. Ja. Genau. Sehr gut. Dann hauen wir den auch gleich noch um. Primus Prince ist krank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann gute, gute Besserung. Blöd jetzt aufs Wochenende. Oh Mann. Ich hoffe, dir geht's bald besser. Zurück. Das ist jetzt die Höhle hier unten. Okay, warte, das brauche ich erstmal. Gegengift. Kann man auf der PS5 die PS4-Disc abspielen? Kann man, ja. Komplett abwärtskompatibel. Möge der Bloodborne Level Run for. Was? Level 4 Run für ewig gut sein. Dankeschön. Hoffe ich auch. Dekasar, vielen Dank für dein Abo. Au. Oh. Ha, diese Schlabberei da. Läuft nicht auf 60 FPS. Nein, Bloodborne ist nicht angefasst worden für die PS5. Nicht mehr Auflösung, nicht mehr Frames, gar nichts. Keine kürzeren Ladezeiten, technisch absolut identisch zu der PS4. Greenface? Ja, das war's definitiv. Carino, dann schön, dass du da warst und ein schönes Wochenende. Ich bin an der Abkürzung vorbeigelaufen. Weil hier alles gleich aussieht. Hier komme ich nicht hoch, toll. Der Kasar, die Frage ist, wieso nicht? Wieso sollte das kein Mob sein?
So, da waren wir. Dann geht's jetzt hier hoch, genau. Auf die Seite. Hier runter. Und hier rein. Genau. Auch nur wissen des Verrückten. Na gut. Eisbär! Support ist kein Mord. Vielen, vielen lieben Dank für die 1000 Bits. Dankeschön. Na. Rollin', rollin', keep on rollin', rollin'. Jetzt haben wir da langsam alle Runen, oder? Ich glaub schon. Was war hier nochmal? Was ich, weswegen ich jetzt gleich sterben werde. Ah! Okay, bye. Tschüss, 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 tschüss. Panisch. Das ist nicht panisch. Das ist alles kalkuliert. Panisch. So, jetzt kommen die Wahnsinns-Ollen. Meine Lieblingsgegner. Da oben läuft die erste schon. Silvermane! Wacht doch ein zu langes Nickerchen wieder auf. Yay. 32 Monate. Wow. Vielen, vielen Dank. Was war denn das? Zack, zack, zack. Drei Schläge. Pummelwidi, guten Abend. So kurz vor der Abkürzung ist das ziemlich frustrierend, was hier gerade passiert ist. Ich habe immer noch keine 5 Brocken, oder? Ich habe immer noch nur 2. Basti! Dankeschön für dein Following. Dadurch zu sterben habe ich auch noch nie gesehen. Die können ganz schön draufhauen. Richtig fies. Mistviecher. CJ! Guten Abend! Dark Souls 3 inklusive aller DLCs ist gerade im Steam Sale für 22 Euro. Wer es nicht hat, zuschlagen. Gibt gerade echt wahnsinnig viele gute Angebote, muss ich sagen. Die meisten habe ich leider schon. Das ist so schlimm. Lian Albo, vielen Dank für dein Following. Auch dir. Dankeschön. Eizen, Sama und Leon, guten Abend. Hecki, auch dir guten Abend. Leute, mei, oh mei. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh.
Moment, ist das jetzt Dark Souls 2? Nein, das ist Bloodborne. No Level Run in Bloodborne. Ah, zwei Blutsteinbrocken, hier sind sie. Hau ab! Winter Lantern. Bitte bring mich nicht um. Oh, Gott sei Dank. Ey, wenn so ein Wahnsinnsschlag ein One-Shot wäre, aber das ist, glaube ich, prozentual, oder? Der Wahnsinnsschock ist prozentual, weil wenn das sonst wäre, würde ich ja einige an fiesen Treffern landen wahrscheinlich. Ich nehme einfach mal noch ein paar mit. 80%, ja, genau, also prozentual. Okay, alles klar. Gut. So. Prio 1, Abkürzung. Komm runter. Komm runter. Junge. Man bekommt jeweils einen Ring fürs Netz sterben im Run bei Dark Souls 2 und wenn du kein Leuchtfeuer benutzt. Naja, das ist nicht richtig. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Whoop. Was gibt's unten in der Höhle noch irgendwie Relevantes? Ich gehe jetzt eh nochmal nach Hause wegen den Runen. Doch, das stimmt? Im Ernst? Die Abi-Lernzeit verschönert? Da sollst du doch lernen, nicht meine Videos gucken. Aber das freut mich, dankeschön. Illusory Ring of the Exalted. Sachen gibt's. Ab wann kann man Brocken im Einsichtsshop kaufen? Nach Wet Nurse oder davor schon? Jetzt schon. Das ist gut zu wissen. Weil dann nehmen wir jetzt mal einen mit. Dann habe ich jetzt. Dann fehlt mir jetzt noch einer, ne? Darf er verstärken? Nee, ich habe einen zu viel gehabt. Okay, macht nichts. Passt schon. Jägeraxt. Genau. Und dann die Runen. Die bessere Linksläufige natürlich. Oh, halt. Physische Schadensreduktion, da ist sie. Erhöht die Ausdauer. Ja. Schadensreduktion, Blitz. Mehr Blutechos, Auge, mehr Entdeckungen machen. Nein. Transformationseffekt taugt auch nichts. Erhöht die GP. Statt Schadensreduktion. 10% mehr Leben oder weniger Schaden nehmen? Versuchen wir es mal mit mehr Leben. Jetzt, wenn es in die Zweierstufe ist, dieser Rune, könnte das eventuell gar nicht schlecht sein. Okay. Müssen wir irgendwas reparieren? Ja, ups. Und das restliche Kleingeld noch in Blutfiolen. Und dann kann es jetzt mal zum Boss gehen. Ich muss mal noch die Axt auf die... Ah, die Axt muss ich noch mit Blutedelsteinen versehen. Mal gucken, was mein Sägehackbeil auch noch irgendwie vielleicht jetzt neuerdings besser... Oh! Yes, please!
Ja. Gut. Dann. Mr. Mine, guten Abend. Immenses Albtraum gibt's gute Blood Gems. Sehr gut. Okay. So, wie ist es dann? Zwei unterschiedliche Waffen, die, mit denen ich auf Ebret, Quatsch, auf Amygdala reagieren kann. Empeche, guten Abend, wie läuft's? Frag mich das jetzt gleich nach dem nächsten Boss oder während des nächsten Bosses. Den haben wir jetzt vor uns. Da bin ich jetzt wirklich gespannt mit dem Schadensoutput bei Amygdala. CJ, dankeschön. Vielen Dank für das Lob. Gut. Der Weg ist Gott sei Dank ja nicht so lang oder gefährlich oder kompliziert zum Boss. Das ist immer schön erfreulich. Ja, ja, Paul, das weiß ich. Ich weiß es. Es geht mir, also Amygdala ist ein Boss, den ich sehr gerne bekämpfe und den ich auch Inside Out kenne. Ich mache mir nur Sorgen um meinen Schadensoutput. Ihren Schaden vermeiden, das kann ich eigentlich ganz gut. Sprach's und Krieg wird jetzt gleich komplett zerlegt. Passt auf. Jetzt kommt ein Boss. Das ist halt HP Lovecraft pur. Ah doch, das geht. Das ist gut. Was hatte ich von Dark Souls 2? Tolles Spiel. Absolut tolles Spiel. Aber das schwächste Teil der Serie, meiner Meinung nach. Ja, ja. Hollow Knight ist ein Meisterwerk. Nicht mehr, nicht weniger. Was ist besser als Bloodborne und Dark Souls 3? Schwer zu vergleichen. Tatsächlich. So. Once again. Ups. Hollow Knight wäre sogar noch 30 Euro wert. Das Ding ist so umfangreich. Da steckt so viel drin. Irre. Stimmt, man könnte mal mit der Axt ausprobieren. Mit ausgefahrener Axt. Keine ganz schlechte Idee. Es hat nur ein Level unter meinem Hackebeil. Stefan, dankeschön für dein Following. Vielen Dank. Wahnsinn. Ich war schon zu weit am Rand. Viel zu weit am Rand. Geht ja schon gut los hier mit dem ersten Boss. Ja, ja. No level run. Aber das hat jetzt damit nichts zu tun. So einfach nur mit meiner akuten Unfähigkeit auf Ebretas zu reagieren. Das wird schon. Ja, das glaube ich auch.
Schaden vermeiden. Ja, ja. Das ist ja der, das ist der Nummer 1 Tipp, den ich euch geben kann in Dark Souls. Nicht treffen lassen. Damit das Spiel kinderleicht. Schick den Aufzug besser hoch. Bäh, 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 bäh. Das nächste Mal dann. Aber es gibt gar kein nächstes Mal. Oh, piu, 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 piu. Wütend. Könntest du jetzt mal was Gescheites machen? Nein, nicht sowas. Das da, ja. Besser. Na also. Ja, heute ist es Twitch tatsächlich. Das... Seite refreshen, dann ist wieder da. Das ist zum... Also echt, also... Ei, ei, ei. Vielleicht super drauf. Hallo, Gabber. Guten Abend. Na, komm. Nein. Nein. Ja. Verdammt. Huhuhu, da war schon Arena-Ende. Deswegen musste ich unbedingt abhauen. Keine Visual. Ja, ja. Das war auch wieder Muscle Memory. Muss dann so draufschlagen. Das war echt extrem ineffizient. Geil. Die Musik generell in Bloodborne ist überragend. Piu, 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 piu. Kannst du weiter? Oh, nein, nein, nein. Ein Hauch zu nah dran. Verdammt, ich sag doch, so kannst du weitermachen. Yo, yo, yo. Pew, 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 pew. How is Star Wars now? Kamera, please! Nein! Ha! Du Mistvieh! Beim Sprung stehen bleiben. Ja, der Witz ist, meistens ist man ja irgendwie gerade irgendwo in Bewegung drin und dann bewegt man sich exakt aus dieser Stelle raus. Also, ich kann es ja mal probieren, aber ja. Das Timing zum Wegrollen, das habe ich ja immer getroffen. Also das ist ja nicht so problematisch.
Ja, also mein Schaden ist echt nicht das Problem. Echt nicht. Also, das geht ganz gut bei ihr. Nur ruhig stehen bleiben. Alles klar, dann höre ich mal auf dich. Ungeduldig? Nee, das hat nichts mit Ungeduld zu tun gehabt. Ich bin nur, wegen der Kamera bin ich plötzlich an der Stelle bei ihr gewesen, wo sie dann einen Move gemacht hat, wo sie ein bisschen zu sehr unter sich rumwischt. Und dann hat sie mich damit rausgestoßen aus ihrem Radius. Und das ist dann natürlich fatal in der dritten Phase. Keep it for you. Nein. Ja, ist er, CJ. Ich heiße Daniel. Aber bei Phase 3 an ihrem Schwanz. Ich muss ja auf ihre Hände schlagen. Das macht am meisten Schaden. Da kann ich an ihrem Schwanz nicht viel anfangen. Da ziehe ich den Kampf nur in die Länge. Ach, jetzt bin ich schon wieder dran gewesen. Da kann man nicht nochmal draufschlagen. So. Strange, weil ich habe echt von OBS null ausgelassene Frames, schönen Datendurchsatz, alles grün bei mir. Eine dritte Phase, ich bin begeistert. Sehr schön. Ah, das war die Hitbox wieder. Ah. Ich bin stehen geblieben, du hast es gesehen. Exakt stehen geblieben, in dem Moment, wo sie gesprungen ist. Nein. Das war ein Bug. Ich kann es ja gerne nochmal probieren.
So. Komm schon, du Mistvieh. Hey, nicht so nah. Mädel. Guten Abend, Endboss. Tja, mach doch keine Missouri. So. Egal, komm jetzt mal hier. Zack. Ah, fuck. Nur einmal, okay. Whoop. Der Media-Gedächtnislaser. Guten Abend, Draco. Was macht sie da eigentlich, wenn der Kopf so blutet, so kurz? Destroyer, dankeschön für dein Abo. Viel Erfolg bei den Prüfungen und schön, dass du da warst und das Abo da gelassen hast. Dankeschön. Das freut mich wirklich sehr. Drück dir die Daumen. Alle vier. Rongor, dankeschön für dein Abo. Vielen Dank. Mei, jetzt machst du ein Geduldsspiel draus, du. Ah! Oh, jetzt, du alter Spammer. Didi, dankeschön für dein Following. Ja, oh, jetzt geht's eng hier. That's what she said. Yay, warum verpasse ich immer die Reichweite? Echt peinlich. Upsala. Weg, weg, weg. Jetzt aber. Ah! Nee, also das mit dem Stehenbleiben tut mir leid. Im Ernst. Nope, nope, nope.
jetzt mal hier die meine Seite auch refreshen. So. Ich werde aber nicht bei ihrem Schwanz stehen, weil ich dann nicht ihre Hände treffe. Das ist meine Taktik. Und du hast vorhin gemeint, nur unter ihr stehen. Einfach stehen bleiben. Jetzt plötzlich ist es der Schwanz. Aha. Eine Info, die ich vorher gebraucht hätte. Stormtrooper. Dankeschön für dein Abo. Ich mach's jetzt so, wie ich's immer mach. So. Sasuke, das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Magnat, heute ist es aber schlimm. Was denn? El Maleante. Dankeschön. Wow. Dankeschön für dein Following. Ich hab dich nicht getroffen. Ärgerlich. Hui! Und jetzt unter ihr durch. Ich muss hier weg. Mehr Platz. So. Das Buffern. Ach so, ja. Also es ist echt immer über was. Nicht so rumkotzen. Nein. Ekelhaft. Ich bin so weit an der Arena-Grenze dran. Ah. Work with me! What the hell? Oh! Jetzt wieder einen Schritt gegangen. Boah, das tut mir so leid, was Twitch hier gerade die ganze Zeit tut. Das ist ja echt unglaublich. Also. Mich trifft es übrigens auch. Ich habe hier auch ständig Buffering und das ist der Stream bleibt hängen. Der Chat läuft wunderbar weiter. Aber du. Kann man da nicht den Support kontaktieren? Ich weiß es nicht, ob das so ein Support-Thema ist. Gut.
Another round. Komm, hier, hier bin ich. Hier, dreh dich um. Hallo, danke. Jetzt, komm. Nicht springen. Du bist mir wieder viel zu nah. So, jetzt. Ja, hau mal das ganze Zeug kaputt. Das ist gut. Waldfee, guten Abend. Uah. Hier. Jetzt wollte ich mit dem starken Schlag und mach's vorbei. Super. Arena-Ende schon wieder. Und tschüss. Komm schon. Auf die leichte Schulter, zu sehr. Mal wenigstens, ja. Und wieder. Oh, das ist wieder zu nah an der Arena-Wand. Weg, 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 weg. Weg. Jawoll! Jetzt hab ich wirklich, das war mein Fehler. Das Timing komplett verpasst. Ja. Einmal von, wie viel waren das jetzt? 10 aktiven Ausweichrollen beim Sprung. Darf auch mal schief gehen. Es ist halt nur ein One-Shot. Das ist das Problem. Dieser eine Fehler ist immer der letzte. Hau ab! Die Bosse in Demon's Souls sind, ja, sie sind leicht zu lernen, weil sie nicht sehr komplex sind. Sie haben wenige Bewegungsmuster. Da merkt man sehr, dass das From Software damit überhaupt erst angefangen hat, mit dem ganzen Genre zu jonglieren und zu experimentieren. Wenn ich aufgebe? Noch nicht. Ich sehe ja hier durchaus Licht am Ende des Tunnels. Das sind echt immer nur so kleine... winzig Fehler, die dann halt dann sofort immer das ausbedeuten. Aber an sich, der Schaden, den ich mache, der ist super. Ich habe es ja auch schon zweimal fast gehabt, also wird schon. Geduld ist jahrelang antrainiert, Draco. Die Souls-Geduld. Thank you.
Artorias in No-Level Run, der war super. Das hat so Spaß gemacht. Brutal. Echt geil. Was ist das eigentlich? Was macht sie da? Ach, sie heilt sich ein bisschen. Wenig Platz gerade. Turn around every now and then. Nach dem Kampf kann ich die Stats zeigen, ja. Sind nur noch dieselben wie vom Anfang. Na, ja, wenigstens das. Oh, yo, yo, jetzt war ich wieder zu sehr an ihr dran. Vorne. Ah, ärgerlich. So. Ey, ich spiele jetzt einfach mal die Frage zurück, ne? Also, nach dem Motto... Ich hoffe, du gibst nicht so lang, so schnell auf. Ich hoffe, ich langweile euch nicht jetzt schon mit dem, glaube ich, 10. Versuch. Dallas Stranger, guten Abend. Und Holy Moly, auch dir guten Abend. Twitch hasst diesen Bossfight. Twitch hasst uns, glaube ich, gerade heute Abend generell. Never give up, never surrender. Kann ich meine Stats zeigen? Kann ich. Das sind die Stadt. Attribute des Nichtsnutzes, auf Englisch Waste of Skin. Du stellst dir vor, es ist Rom. Dallas Stranger, vielen Dank für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Oh, jetzt, was sollen diese Knackwatschen gerade gewesen sein hier? Hey! Arkanwaffen? Nee, tatsächlich nicht. Die haben auch Voraussetzungen, die ich nicht... Ich kann nur die Startwaffen führen. Und es gab noch ein, zwei andere, die man kaufen kann, oder die man finden und kaufen kann. Die ich weiß ja nicht mehr genau welche. Nee, macht noch Spaß. Das freut mich. Mir auch. Valentines, guten Abend, mir geht's gut. Außer, dass ich jetzt hier gerade schon zum dutzendsten Mal gegen Amidala antrete. Das war jetzt auch nichts. Wenn ich mal einen Boss nicht in 30 Sekunden zermetze. Ja.
Er Gott sei Dank auch nicht. Ne? Also der. Au. Oh. Es wäre blöd, wenn er mich in 30 Sekunden platt machen würde. Oh oh. Ja, das. Ja. Die Musik gleicht alles aus. Das, so rede ich mir auch viele Bosskämpfe schön. War zu nah dran, wollte unter ihr durch und dann macht sie einen Wisch und wenn der eine trifft, dann trifft der zweite meistens auch. Yay! So much fun! Du könntest auch gerne mal... Ja, wobei, also ich, ja, ich kann es ja mal probieren. Ich weiß nicht, ob ich sie dann allerdings auch immer zweimal treffe, wenn ich sie... wenn vorne... Mal sehen. Erik van Berik, bisher noch nicht viel. Wir sind gerade noch am ersten Boss des heutigen Abends. Besseres Jägergewand habe ich. Das, der Schaden, das sind auch echt marginale Unterschiede. Bei einem Blood Level 4 Charakter, so viel Schaden wie die machen, da macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt 2 oder 4% mehr absorbiere. Das ist einfach immer ein One-Shot. King Iron, guten Abend. So, schauen wir mal, ob ich jetzt mit eingezogener Axt auch zweimal treffe. Ja, fast dreimal. Bäh. Hör auf. Das ist so eklig. Mach das Zeug mal kaputt. Danke. Komm runter. Blitzpapier, das dafür komme ich zu selten an sie ran. Und wie gesagt, der Schaden ist ja echt gut. Der Schaden ist echt gut, den ich mache. Da. Und das Blitzpapier würde dann zu schnell abklingen. Warum? Geht so nah dran hier. Ja, weg hier. Transformiert das Sägehackbeil? Können wir als nächstes probieren, wenn es nicht klappt. Können wir machen, ja. Ist auch ein Level höher als meine Axt. Komm schon, jawohl. Ah, da treffe ich nur einmal. Oh oh. Molotow-Cocktails auch nicht, ne. Die machen nicht so viel, das wie mit Brandbomben in Dark Souls. Ja.
kurzem zum ersten Mal den namenlosen König geschafft. Jawohl. Glückwunsch. Nein, jetzt ist ich schon wieder zu weit vorne gewesen. Ah, nein! Man kann nicht schnell... Das. Ja, King Iron, Twitch macht heute die ganze Zeit nur Ärger. Also, wenn's laggt oder einfach plötzlich hängen bleibt, einfach die Seite refreshen. Soulspawn, dankeschön. Das Twitch-Baby. 9 Monate, vielen Dank. Ja, es hat auch diesmal wieder nicht viel gefehlt. Aber jetzt. Haben wir es alle Murin, dass das was wird. Jahre Abo. Oh Gott, so alt werde ich doch gar nicht. Oh ja, der Schaden ist viel besser. Und ich treffe dreimal. 400er Bereich den Schaden gehabt gerade. Ah. Und ich treffe dreimal nicht. Geht auch. Vestito, dankeschön für dein Lob. Vielen Dank, das freut mich. Ich mache nur gerade bei Amygdala keinen guten Eindruck. Ey, Netzwerkfehler hier bei... What the hell, du echt. Twitch bricht bei mir ständig auch den Stream ab. Das ist ja Wahnsinn. Also eins kann ich auf jeden Fall versprechen, wenn ich dann diese Videoreihe oder diese Streamreihe auf YouTube hochlade, da wird es dann komplett reibungslos und flüssig laufen. Weil die Aufzeichnung ist davon natürlich Gott sei Dank ausgenommen, von dem, was hier auf Twitch gerade passiert. Schon wieder. Nein. Mm-hmm.
Ich werde mal kurz Blitzpapier. Für die dritte Phase ist Blitzpapier echt gut. Das werde ich mir jetzt nochmal kurz ein bisschen im Hunter-Stream holen. Ja. Ja, zwei Schläge wären es noch gewesen. Black Legion X, Dankeschön. Vielen Dank für dein Following. So, Blitzpapier. 8 Stück an der Zahl. Du tust mir schon leid, brauchst dir nicht leid zu tun. Absolut nicht. Mir geht's gut. So. Ne, jetzt bin ich schon hier. Paul, ich mach das jetzt. Dieses ständige Hin und Her und das persönlich nervt mich auch immer so ein kleines bisschen. Ich gehe das immer gerne ein bisschen linearer an. Eins nach dem anderen und nicht hierhin laufen, kurz was holen, da dann zurück. Und ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, wenn man einen Run wie diesen macht. Aber The Postal Dude, guten Abend. Knapp, aber jetzt. Weißt du, dass wir im letzten Stream schon so ein paar Abstecher hier und dahin gemacht haben, um Brocken zu sammeln, ist schon total unüblich für mich. Total unüblich. Bitch. New World konnte ich noch nicht anspielen, aber ich hab's auf meiner Wunschliste. Auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. So, mal kurz umdrehen, bisschen mehr Platz hier. So, komm schon. Nein. Mayhawks, guten Abend. Man will jede Millisekunde nutzen. Und dann ist noch eine halbe Stunde, nachdem sie da die Hände auf den Boden geschlagen hat, immer noch. Das Twitch macht gerade nur heute Abend irgendwie so ein bisschen Stress und deswegen jetzt komplett alles dann auf YouTube zu verschieben, da müsste ich alles Mögliche einrichten dafür. Das geht nicht so on the fly. Müsste den OBS umbauen und dergleichen. Also das ist nicht ganz trivial. Aber so extrem war es tatsächlich noch nie. Stop jumping! Wobei... Schon wieder. Ich muss länger warten. Es ist echt. Ich schenke gerade so viele schöne Chancen weg.
das nochmal. Sehr schön. Nochmal. Jawohl, das war's. Ja. Bam. So. Jetzt mal Ruhe hier. Eieiei, ich muss mal kurz hier ein bisschen Licht anmachen. Es ist, wird langsam etwas dunkel hier und ich fahre über mein Kabel drüber. Es ist auch sehr cool. Kleinen Moment. So. Besser. Ist auch mal was zu sehen. Failure, dankeschön. Ebretas wird lustig. Zu der kommen wir jetzt in Kürze. Heku, guten Abend. Und dankeschön an alle, die Glückwünsche. Hat ja jetzt auch lang genug gedauert, oder? Ugh. Ging doch. Ja, ging doch. So, oberer Kathedralenbezirk. Also, ach oh Gott, das Ganze. Riesenspaß nicht. Wie lange habe ich heute geplant? Weiß ich nur nicht so genau. Tatsächlich. Grob zwischen 9 und 10. Eher Richtung 10. Oh, dir geht's nicht so gut, ich weiß. Oh. Sag mal, Daniel, hast du Tipps für Leute, die auch gerne mal Guides zu Spielen erstellen wollen? Ja, also im Grunde. Das erste ist natürlich sehr viel Erfahrung und Wissen zu dem Spiel zu haben. Und dann, also was ich immer mache, was sehr hilfreich ist, ist, bevor ich eine Episode drehe zu einem bestimmten Boss oder zu einem bestimmten Gebiet, spiele ich es erstmal mit einem anderen Speicherstand, um Dinge auszuprobieren, um mit Taktiken zu experimentieren, um quasi bei der Aufzeichnung selbst nicht ganz so jungfräulich quasi ranzugehen, sondern mit frischem Spielgefühl. Ich weiß noch, wo was ist und womit ich wo reagieren muss. Das ist zumindest schon mal das Erste. In welcher Stadt ich wohne? In Unterschleißheim, das ist ein Vorort von München. Oh, shit. Paul, das ist auch für mich sogar so der härteste Boss tatsächlich. Ebretas ist für mich immer eine ziemliche Nemesis. Wird sie immer bleiben. Oh. Ach. Ja, blöde Troll da hinten. Wieso kommt der da drüber? Auch egal. Wieder Netzwerkfehler hier. Twitch, wirklich, was ist heute los? Den oberen Kathedralenbezirk. Ich habe schon bei der Albtraumfront gesagt, das ist nicht so ganz mein Lieblingsgebiet. Der obere Kathedralenbezirk zählt irgendwie auch dazu. Hey Kassar, dankeschön. Bei der Stampede stehen bleiben, aber da nimmt man doch auch Schaden, oder? Der Troll trollt mich. So ein Troll, ey. Eine saugute Kulisse, aber trotzdem ein so nerviges Gebiet. Aber Horrorfilm-Stoff ohne Ende. Und das überlebt man auch im Blood Level 4, die Stampede.
Ist das nervig mit Twitch heute? Das ist ja unglaublich. Bam. Ja, klar. Pizza essen, Stream schauen, so stellt man sich einen Freitagabend vor. Ja, ich stelle mir etwas mehr Fortschritt vor an diesem Freitagabend. Der Blood Level 4 haut hier richtig rein. Amygdala, seit Amygdala eigentlich nichts verpasst. Ich bin jetzt hier im oberen Kathedralenbezirk auf dem Weg zu den nächsten beiden Bossen. Dem himmlischen Gesandten und Ebrietas. Ja, Blitzpapier habe ich ja ich habe ja gerade im Hunter-Stream Blitzpapier gekauft. Nein. Ich sehe nicht, was du tust, deswegen. Au. Eins wegen den Gehirnschlobberern. Die erwische ich alle so, hoffe ich. Failure! Oh, shit. Ja, es ist ein sehr herausforderndes Ziel, tatsächlich. Aber es macht Spaß. Es ist echt, Spartan! Vielen Dank auch dir für das Abo. Dankeschön. Eine Speedrun-Taktik. 40 Insights verloren? Warum rennst du auch mit 40 Insights rum? Servus, Zeros. Und One-Shot, danke dir für dein Following. Vielen Dank. Da hinten ist die Tür zu. Jetzt kommen diese blöden Scheißviecher. Die locken wir mal alle schön zurück. So ein geiler Moment, echt. Aber so gruselig. Ein bisschen cheesy, aber nee, das ist nicht Josefkas Klinik. Das ist der obere Kathedralenbezirk. Au! Au, au, au. Autsch. Der Sound spielt gerade verrückt. So. Gebt mir die Blutfiolen zurück. Oh, Blutsteinscheiben sind auch nicht schlecht. Nö, eigentlich nicht. Brauche ich keine mehr. So. Ist das Final Fantasy 7 Remake zu empfehlen? Ja, ist schon okay. Es zieht sich gegen Ende ein bisschen. Ziemlich. Das muss ich ihm echt ankreiden. Aber ansonsten hat es echt Spaß gemacht. Ich hätte es trotzdem schöner gefunden, wenn sie ein Spiel draus gemacht hätten, statt es in Episoden zu verkaufen. Da sind die zwei Brocken, die mir noch fehlen.
What? Ich hab den... What? Wie ist es in Crystal Lizard mit den zwei Brocken? Nee, dafür, also Sasuke, dafür hat es mich zu wenig begeistert. Ich habe schon einmal Vollpreis dafür bezahlt. Muss nicht nochmal sein. Es ist so fucking dunkel hier, es tut mir so leid. Wieso lebt er wieder? Durch die Leiter durch. Hör auf. Der lässt sich einfach nicht unterbrechen. Das ist ja Wahnsinn. One-Shot, klar. 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 Gut, an ihm vorbei die Leiter hoch. Ich hoffe, es funktioniert. Ja. Was ist nur mit denen schief? Unbelievable. Okay. Alles klar. Hab's kapiert. Jetzt wird gesaugt. Ja, man muss aber erstmal zu aufgeladenen R2-Angriffen bei den Viechern kommen. Was schon auf die Elden Ring Streams? Nein, ich, ja. Auf das Spiel freue ich mich auch sehr. Was ich an dieser Passage ausgerastet bin. Ja, das braucht nur wirklich starke Nerven. Der obere Kathedralenbezirk hier, dieses Gebäude, das ist echt. A pain in the ass. Aber wirklich, ey. Ist auch noch so ein Idiot. Jetzt machen wir erstmal das Wichtige hier. Oh. Oh.
Welcher hat den Schlüssel? Der da runter, der steht oder der da hochkommt? Wer hat den Schlüssel? Der hochkommt, okay, gut. Diese Viecher sind zu krass. Also die sind auch im normalen Spiel, wenn man normal gescheit aufgelevelt hier hochkommt, sind die zu krass. Ich habe nicht die Waffe dafür, für die Speedrun-Taktik. Und vor allen Dingen auch nicht den Schaden. Ach komm, auch nicht den Schaden. Ich mache ja kaum Schaden und da muss man ja wirklich mit einer Sprungattacke... aber jetzt, der Schaden wird nicht reichen. Ich kann es probieren, aber... Das ist extrem Lovecraft inspiriert. Nicht nur in Optik und Atmosphäre, sondern auch im Storytelling tatsächlich. Also Miyazaki hat sich da sehr, sehr stark Ideen geholt. Ah, falsche Taste gedrückt. Was mache ich eigentlich? Ach Gottchen. Ah, Taro Rosalie, guten Abend. Irgendeine mit einer immensen Reichweite und dann muss man gleich eine Sprungattacke machen oder sowas. Harokles, guten Abend. Dankeschön für die Glückwünsche. Vielen Dank. Gut, schauen wir mal, ob das hinhaut. Ach Gott, da ist jetzt das Vieh. Gut. Geht nochmal. No chance. No chance. Selbst in der Sprungattacke ist das kein One-Shot. Nicht bei dem Schaden. Oh, hey, es ist ja... Also, oh. Da will man zum Boss rennen und es ist einfach nur dieser Schmerz im Po, dieses oberen Kathedralenbezirks. Oh. Und dann wird das Ärgernis, wird dieser blöde Gehirnschlobberer oben, der den Schlüssel hat. Ich habe so wenig Ausdauer. Und ein kleiner Fehler und der macht mich, der one-shottet mich. Das war noch nie mein Lieblingsgebiet. Ups. Ach, ja, super. So war das ja auch noch Blitzpapier.
Cool. Yeah. Halt, falsche Richtung. Nee, nicht mein Lieblingsgebiet. Genauso wie die Albtraumfront. Nicht. Da war ein Nicht. Oh nein. Ja, das ist okay. Jetzt ist wenigstens die Tür auf. So, wieder da. Wie viele Versuche hatte Daniel am Ende gebraucht? Bei Amygdala? Weiß nicht, 20? Ungefähr. Aber jetzt haben wir die Tür offen. Jetzt wird's einfacher. Ja, sein, dass im Blattbund gefühlt mehr als hier. Ja, das sind viele blitzanfällig, das stimmt. Ups. Kneter! Dankeschön! Vielen Dank für dein Following. Ist mir egal, ich habe den Waisenhausschlüssel. Nerv mich nicht. Dass die aber auch so tanky sind, ey. Irre. Bluthungrige Bestie ist eher feueranfällig. So, wo ist der kürzeste Weg? Und versuch mal, diese Blutcocktails an die Wand zu werfen, um sie abzulenken. Schmeiß es irgendwo gegen die Säule, gegen die Wand, dann rennt sie dahin, ist abgelenkt und dann kannst du ein paar billige Treffer reinhauen. Moment, was ist denn hier drüben noch? Jetzt noch kurz checken. Da war auch nochmal so einer von den Idioten. Ach, das Wächterabzeichen, natürlich. Soundkulisse ist der Hammer. Horror pur. Ey, wahnsinnig gut. Dankeschön, Kneter. Das freut mich. Ziel erfüllt. Demon's Souls für PC. Eher nicht.
Bloodborne ist da deutlich wahrscheinlicher. Immerhin will Sony ja seine PS5 verkaufen. Da, papa. Der Jan Lull. Dankeschön. Vielen Dank für dein Following. So. Hier auf ein bisschen mehr auf Nummer sicher. Ja, vor ihm ist blöd. Ja, diese Penisköpfe, ey. Schon viele Minion-Bosse, ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Horrorspiele sind aus zweierlei Hinsicht nicht so gut für den Stream. A, weil sie sehr immersiv sind und man sich da auf das Spiel konzentrieren muss, damit die überhaupt wirken. Und dann kann man nicht so gut auf den Chat reagieren oder miteinander quatschen. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und außerdem sind sie meistens sehr storylastig. Und das ist im Stream, weil da muss man gemeinsam irgendwie an vielen Zwischensequenzen irgendwie die Klappe halten und ruhig sein und dem Ding folgen. Ah. Ja, der Boss ist wirklich kein Highlight des Spiels, das stimmt. Penis-Heads hier mal umhauen. Ja, der Stream ist heute... Das liegt nicht an mir, das liegt an Twitch. Ich habe auch selber ständig Netzwerkfehler hier. Das ist übel. Oh, wow. Wow. Ups. Das wollte ich eigentlich auch nicht machen.
Boah, ey. Das ist so ein leichter Boss. Aber bei dem Schaden, den ich mache, ist das eine Katastrophe. Und ich habe doch keine Ausdauer. Das ist auch so ein Problem. Kaum Ausdauer. Da muss ich jetzt erst nochmal wieder ein bisschen Blitzpapier holen. Sekura Kana, guten Abend und Dankeschön für dein Following. Ja, der Struggle is real. Also, Blood Level 4 mittlerweile. Da habe ich hier eigentlich... Nichts dergleichen. Dann muss ich ein paar Einsichten zu mir nehmen. Ah, ja, aber genug. Ja. Mehrfach verwenden. 10 Stück. Gläschen Rotwein nehmen wir, jawohl. Es freut mich, dass ich unterhalten kann. Das freut mich sehr. Auch wenn. Das muss ich echt sagen, also im Vergleich zu Dark Souls 1 ist dieser Blood Level 4 Run hier. Boah! Wow, echt hart. Oh, nein. Wo ist... Ist das echt hier unten? Sage mal, wo ist... Hab Bloodborne nochmal eine Chance gegeben, aber mit dem Kampfsystem komme ich so gar nicht klar. Mir fehlt das Blocken, ja? Ja, wenn du dich darauf nicht einlassen kannst, dann wird es schwer, tatsächlich, ja. Hatten wir in Dark Souls 1 eigentlich überhaupt Probleme? Ja, im Grabmal der Riesen auf dem Weg zu Nito. Nito war auch nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe, tatsächlich. Ein Sekiro-Run ohne Talente. Ja, da müssten wir allerdings dann auch noch die Prothesen vielleicht mitnehmen. Wobei, geht das? Ist es überhaupt möglich, das Spiel dann ohne Prothesen zu spielen? Zero, ja, doch, niedergeschlagen, das kommt vor. Einfach eine Pause einlegen. Und irgendwann wieder probieren. Da ein Patscher von denen und ey. Au. Ey, Wahnsinn, was das weh tut. Glücklicherweise ist auch hier der Weg echt kurz.
Ach ja, hast mal überlegt, was mit dem Lukas zu gucken oder nicht so? Jojo Mim, was? Was gucken? Mantrosia, danke schön fürs Following. Das ist halt so ein Hieb von nach oben. Das ist so dumm. Diese... Ah, okay. Blöd, blöd, blöd. Blitzpapier vergeudet. Der Weg war mir anscheinend eine Abkürzung übersehen, weshalb... Ah, okay. Ja, die spawnen recht schnell. Also die ganze Zeit weghauen und du glaubst, man kann sich dann auf den Boss konzentrieren, schwierig. Stoß nach vorne, ne? Oder so. Hm. Mal sehen. Die Waffe ist mir zu langsam. Ist mir zu langsam. Ja, super. Ja. Boah. Mistbiester. Ja. Habt ihr das gesehen? Ich kam aus der Ecke raus. Pew! One-Shot. Das tut schon beim Zusehen weh. Wie ist das gemeint?
Nicht runterfallen. Naja, gut. Diese Reichweite nach vorne immer. Ah! Jetzt macht er wieder Piu-Piu. So. Noch Zeit! Kommunion. Die trage ich, glaube ich. Da könnte ich, glaube ich, die bessere Version. Trage ich die? Ich glaube, ich trage die. So, wunderbar. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Whatever ich ihn diesmal jetzt irgendwie so komischerweise gestaggert habe, verstehe ich nicht so ganz, aber naja, ich beklag mich nicht. So, jetzt nehmen wir nochmal. Tautu, Dankeschön. Für dein Abo. Vielen Dank. Gut. Next fight. Ebrietas. Und das wird übel. Na jawohl. Gut, dann kaufen wir da mal noch welche. Jetzt, wo wir auch noch welche benutzen können, parallel. 300 im... Okay, 300 im Lager, das ist ja noch nicht schlecht. Geht nicht auf Level 4, niemals Retalk. Das glaube ich auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht so guter Dinge, dass das was wird. Aber mal sehen. Es ist ein schöner Kampf, gut anzugucken. Ah je, die ist echt tatsächlich schon, also das ist meine Nemesis in dem Spiel. Ist es von Anfang an gewesen und wird es immer bleiben. Ebrietas ist der Horror für mich. Ah, ich hätte meine, achso gut, eine Einsicht kriege ich ja gleich. Dann kann ich mal den Hunter da unten mitnehmen, dann beim nächsten Mal. Hummelbidi, Dankeschön. Schönes Wochenende. Schön, dass du da warst. Das ist jetzt halt einfach H.P. Lovecraft durch und durch. Gott! Now we are talking. Cthulhus Onkel, ja. Cthulhu verdagen. Halt falsch rum, hier lang. Nee, ich bin... Nee. Noch benutze ich überhaupt kein Blitzpapier. Nee. Ich muss erst ein bisschen in den Kampf reinfinden. Generation Death. Guten Abend. Aber seht ihr, ich schicke den Aufzug immer nach oben. Und auch hier ist der Weg, Gott sei Dank, sehr kurz. Das ist sehr erfreulich. The Dark Knight. Dankeschön für dein Following. Vielen Dank.
Guck, hier. Danke. Mach was. Stehen bleiben. Ich darf Hilfe beschwören, ja. Ich muss aber erst, bevor ich das tue, weil da muss ich ja immer eine Einsicht opfern, muss ich erstmal ein kleines bisschen ein Gefühl wieder bekommen für den Kampf. Also wird sie ja noch tankier als ohnehin schon. Wobei der wahrscheinlich deutlich mehr Schaden macht als ich. Und glücklicherweise sind das die Bosse, die wir heute bislang bekämpft haben, sind alles optionale Bosse. Fast zwei Drittel der Bosse in Bloodborne sind optional. Die muss man gar nicht machen. Hier kann ich Hilfe rufen. Toller Kampf, ja, so lange gedauert hat, ne? Ja! Bam! So! Und oh, tschüss! Tentacle Porn! Oh, tatsächlich. Oh, Headbang! Oh, geile Musik. So super. Ja. Well. dieses blöde Mistvieh. Habt ihr Schnitzchen eingepackt? Könnte eine Weile dauern. Scherzkeks. Rauchritter? Ich spiele aber gegen... Oh, nein. Ich spiele gegen Rauchritter aber viel lieber als gegen Ebretas tatsächlich. Das ist ein geiler Kampf. Ebretas nervt einfach nur. Au. Ja. Komm, töte mich. Ja. Ja, zwei ausgefahrene Axt. Können wir probieren. Können wir probieren. Ja, man darf zumindest hoffen, Generation Death, aber dieses Gerücht, das gibt es schon seit so vielen Jahren. Eigentlich fast schon so lange, wie es Bloodborne überhaupt gibt. Jetzt hat den Aufzug ausgelöst. Ja, mit der, die Leiche fällt drauf, plump. Aufzug fährt runter. Es ist noch nicht mal ein Alien, es ist einer der Great Ones. Ja, eine Gottheit. So sieht's aus.
Wie lange das dauert immer. Ja, ich weiß, aber das Blitzpapier will ich noch nicht verschwenden. Selten ist gut. Ey, einfach ein Wisch und One-Shot, ne? Wow! Das ist einfach kein Raum für Fehler. Das ist unglaublich. Nahezu jede Attacke ist ein One-Shot. Ei, 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 ei. Guten Abend, Majut. Guten Abend. Mehr HP habe ich. Ich habe schon eine drauf, eine Rune mit 10% mehr Leben. Mehr geht nicht. Naja, Paul, das habe ich mir auch schon immer gedacht. Mit Arkan hier gegen eine ein Great One anzutreten. Super Idee. Weg versperrt sie ihren Kopf. Boah. Ich spiele nicht online, Gabba. Ich habe keinen PS Plus, also kommt auch kein Online-Spieler. Ja, der Lance aus Gears of War, das wäre was, ja. Würde ziemlich helfen. Eben, also diese 5 oder ich trage jetzt eine mit 10%, aber ich habe ja eh so wenig Vitalität, dass 10% halt einfach auch nicht so wirklich viel bringen. Also es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. So, eine Einsicht habe ich noch. Grundgütiger. Ich male mir nicht mal riesige Chancen aus, überhaupt in die zweite Phase zu kommen. Absolut krank. Die Musik ist wirklich fantastisch bei dem Boss. In der zweiten Phase noch besser. Sollte man mal dahin kommen.
Hose runtergefallen. Die arme Wurst. Dankeschön, Mantrosia. Die Melodie des Sieges ist die beste. Ja, das ist auch wieder wahr. Wie viele Versuche? Lass mal sehen. Solange ich noch Blitzpapier habe, probiere ich es mal noch weiter. Inside Farm. Weiß ich gerade nicht auswendig, aber... Nein! Wow, es war kein One-Shot. Ey, meine Herren. Nein, das ist... Hinter ihr ist man normalerweise immer ganz gut sicher, weil dann konzentriert sich auf den alten Jäger, aber sie dreht sich ein bisschen um und switcht und dann ist es... Unglaublich! Unglaublich! Nee, ich muss vor ihr bleiben. Trotz KI-Phantom. Der Daumen Gottes, ja. MB, dankeschön für dein Following. Ja, der Schadensoutput von ihr. Also, es ist halt einfach, jeder Treffer ist ein Tod. Also, das ist... Nicht schön. Gar nicht schön. Ich sehe deswegen unterlevelt aus, weil ich nicht leveln darf in diesem Run. Das ist die Challenge in diesem Run. Das ist ein Startcharakter ohne aufgelevelte Attribute. Evretas, here I am, once again. Holla die Waldfee. Ein Swipe und ich bin weg. Der Boss ist optional. Wie bisher jeder von heute Abend. Nicht zwingend nötig. Ich darf ihn nicht treffen lassen. Oh. Okay, probieren wir mal.
Komm jetzt, komm her! Na? Komm! Nein! Work with me! Das ist aussichtslos. Das ist wirklich aussichtslos. Brutal. Das war schon ein schöner Versuch. Aber das ist ja gerade mal so ein Fünftel der Leben runtergehauen. Brrr. Nein, der Aufzug ist nicht da. Schau mal, ein Batscher. Das ist ein No-Level-Run. Achso, Quatsch. Ja. Aber ich werde besser. Was der für ein Tracking hat. Krank. Der Schleichlinger, schön, dass du da warst. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Wir werden jetzt hier noch einen Versuch versuchen. Als Versuch. Und dann geht's zum Meister Lugarius. Den wollte ich heute auch mal noch probieren. In Kanehurst. Ein weiterer optionaler Boss. Du sollst keine Visceral machen, ich hab extra. Nein!
Ah, Grab Attack. Die man nie kommen sieht. Weil so langsam ist. Blöde Stampede. Ja. Nee, okay. Die Hälfte wenigstens, ne? Ah, die ist unerträglich, diese Dame, ey. Unglaublich. Die kotzt sich wirklich aus, aber es beruht auf Gegenseitigkeit. Oh. Und das war ja nur die erste Phase. In der zweiten Phase wird sie noch schlimmer. No, Level Orphan, of course. Ja. Gut, ich will nach Kanehurst. Das ist wo? Da. Life is Strange ist toll. Ein super Graphic Novel, wenn man es so nennen mag. Also echt ein schönes, storylastiges, emotionales Adventure. Echt cool. Gut, dann eben zu Märtyrer Logarius. Gunst 3, Dankeschön für dein Following. Und auch hier werde ich jetzt den Aufzug. Da ist der Weg jetzt ein bisschen nervig, weil der sehr lange ist. Warum ich mir das eigentlich antue? Weil ich Bloodborne über alles liebe. Weil ich es liebe, mich herauszufordern. Und weil ich es liebe, mit euch einfach einen tollen Stream zu haben. Gunst, ja, ich streame immer freitagabends ab 19 Uhr. Bin ich hier auch auf Twitch tätig. Einmal die Woche, freitags 19 Uhr. Hat Logarius eventuell eine Feuerschwäche? Ich habe bei Logarius noch keinen Versuch jetzt bis jetzt. Das ist der erste. Arkan. Das bringt mir nichts. Generelle Tipps für den Blood Level 4 Run. Ich probiere mich gerade selber so ein bisschen an diesem Run-Tipps. Früh Gebiete abklappern, wo du deine Waffen hochleveln kannst, damit du wenigstens einen Schadensoutput hast. Weil du hast keine Ausdauer, du hast... Ja, hier. Du wirst geone-shottet. Du musst voll komplett auf Schaden setzen. Ich habe eine plus 9 Waffe. Ich mag die zweite Phase tatsächlich lieber von Logarius, weil er dann aufhört mit dieser Scheißzauberei größtenteils und dann eher Nahkampf macht und da kann man ihn gut parieren. Ich muss nur in die zweite Phase kommen. Nur, in Anführungszeichen.
Was ist eigentlich dieser Debuff hier? Wenn der mich mit seinem Dart trifft und ich dieses Runenzeichen hier auf meinem Nacken habe. Was bewirkt es eigentlich überhaupt? Keine wirkliche Schwäche, aber ist gegen Feuer und ein bisschen schwächer als gegen Blitz. Also sollte ich mit Feuerpapier vielleicht ein bisschen arbeiten, soll das heißen. Habe ich das dabei? Hm, ja, habe ich. Zum allerersten Mal Bloodborne spielen und du willst möglichst weit kommen, ohne aufzuleveln. Wieso? Warum tust du das? Ja, aber Dark Souls 1 und 3 und Nioh waren ziemlich einfach, wenn man ein bisschen grindet. Dann hebelst du ja das Spielgefühl aus. Warum grindest du, damit du es dir zu einfach machst? Ich verstehe den Gedankengang nicht so ganz. Spielst doch normal, weil dann hast du einen Anspruch. Aber wenn du grindest, dann machst du es dir natürlich zu einfach. Aber dann... Also, irgendwie... Henne und Ei. Ja, eigentlich müsste sich ein Märtyrer umbringen, ja? Ui! Ja, die heulen und kreischen und alles. Das ist echt ein Krach. Nee, Ebrietas habe ich auf die Hälfte runtergebracht, aber noch nicht mal in die zweite Phase und ihre One-Shot-Attacken sind grenzwertig. Bei Lugarius ist es genauso, seine magischen Attacken, das sind auch alles irgendwie so One-Shots. Wenigstens haben wir bisher zwei von den vier Bossen, die ich mir heute vorgenommen habe. Ah! Man kann nicht weit genug weg sein bei ihm, um zu heilen. Das ist ja unglaublich. Mantis mache ich dann im nächsten Stream. So, die beiden Bosse da.
Schön hintereinander. Ich habe mir heute den Plan gesetzt, eben diese vier optionalen Bosse anzugehen und zu probieren. Gucken, wie es so ist im Blood Level 4 Niveau. Um dann im nächsten Stream dann mit dem Hauptspiel quasi und mit der Story weiterzumachen. Melodromeon, vielen Dank für dein Following. Dankeschön. Ludwig, nee, den DLC haben wir noch nicht. Also ich bin kurz mal im DLC gewesen, um eine Handvoll Brocken zu sammeln. Aber die Bosse, oder sagen wir mal, den einen Boss erstmal am Anfang, haben wir noch nicht gemacht. Das heben wir uns auch noch auf. So. Ja, deswegen, also beim nächsten Mal sind wir dann in Menzies, sammeln auch den Brocken ein, den Blutbrocken, genau. Oder wie heißt der? Die oberste Stufe? Ja. Nee. However, Level 10 Waffe. Und dann den ein oder anderen Blutedelstein für die Waffen. Und wenn wir dann Mikolasch und die Amme von Mergo erledigt haben, können wir uns dann nochmal an den Bossen hier versuchen. Und der DLC steht ja auch noch aus. Da haben wir immerhin schon die Abkürzung zu Ludwig aktiviert. Wenigstens das. Das eigentlich nicht machen, aber okay. Au! Boah! Hä? Oh, oh. Oh! Nein! Ja, kein One-Shot, Gott sei Dank. What? Seit wann sind Sie an dem Run? Das ist jetzt der vierte Stream. Und wir haben so immer zwischen 2 und 3 Stunden gestreamt. Insofern sind wir da schon bei 10 bis 12. Ja, eher 10, ja. So viel kann ich eigentlich nicht wegstecken. Jetzt hatte ich jetzt die zweite Phase, wo er einfach weniger zaubert, Gott sei Dank. Und da ist er echt sehr viel handzahmer.
Mädels, ernsthaft. Ja, wirklich. Oh, come on. Jetzt lassen mich nicht mal mehr die Geister hier durch. You shall not pass. Obviously. So, nochmal. Live, die, repeat, ne? Elden Ring auch direkt im Level Run, ja genau. Es könnte einen Aufzug direkt hoch aufs Dach geben, ey. Du. Ein weiteres Mal die Leiter rauf. Wirklich sehr beeindruckend, Daniel. Manche andere wären nicht so annähernd weit gekommen, hätten schon lange hingeworfen. Ja, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen... Ich hätte gerne alle Bosse bezwungen, aber da habe ich bisweilen an der einen oder anderen Stelle meinen Meister gefunden. Also Ebretas ist zum Beispiel völlig fern von Gut und Böse. Lugarius ist machbar. Auch hier ist es die Ausdauer, die mir da einen Strich durch die Rechnung macht immer. Ja, drei Schläge, lass ihn zurückweichen, Ausdauer regenerieren, draufhauen, staggern, jawohl. Das ist eine gute Taktik. Wow. Ey, ich muss mehr Abstand. Der ist so schnell an einem dran. Das gibt's ja gar nicht. Aber jetzt habe ich wenigstens. Jetzt habe ich wenigstens die Taktik raus, um ihn durch die erste Phase zu staggern. Ich darf meine Ausdauer nicht komplett runterhauen, sondern dreimal. Dann weicht er eh zurück. Dann kommt man hinter ihm her, kann wieder Ausdauer generieren und wieder drei Schräge. Ja, ja, das funktioniert. Mache ich dann diesmal auch mit Feuerpapier wieder. du wunderst mich für meine Ruhe. Was meinst du, wie es innerlich in mir aussieht? Außerdem habe ich hier in meinem Arbeitszimmer habe ich einen Holzpflock mit sehr viel Holz und einer dicken Axt. Und um den Frust abzubauen, wird Holz geschlagen. Oh Mann, warum passiert das jetzt plötzlich die ganze Zeit? Ich glaube, ich muss rechts rumrennen. Dann sieht mich der Dart-Typ nicht vielleicht. Ja. Möglich schon YouTuber hat für den letzten Boss 800 Versuche gebraucht. Oh, 800 ist schon hart. Das ist schon lang, ne? Uiuiui. Thank you.
Aber wisst ihr, deswegen habe ich auch neben meiner Leidenschaft und Expertise für Souls Games, habe ich eben meine Zweitleidenschaft für Survival Games entwickelt, weil die quasi diagonal am anderen Ende des spielerischen Spektrums mich fordern. Und da kann ich dann stundenlang auf Bäume hauen, auf Felsen hauen, Ressourcen sammeln, irgendwas bauen, erschaffen, nach meinem Tempo. Das ist der perfekte Ausgleich. Auch wenn es Survival Games gibt, die auch extrem knackig und schwer und knüppelhart sind und keine Fehler erlauben, wie Green Hell zum Beispiel oder so, spiele ich das trotzdem als Ausgleich wahnsinnig gern, weil das irgendwie mich auf andere Art dann fesselt und runterkommen lässt. Und ja, auch sowas wie das hier ist eben auf masochistische Art und Weise Entspannung. Dark Souls 3 wird ohne zu leveln definitiv einfacher sein durchzuspielen. Das habe ich bei Dark Souls 1 gemerkt, weil in Dark Souls 1 und 3 wirkt sich das Scaling der Waffen nicht so stark aus wie bei Bloodborne. Und du kannst mit maximal aufgelevelten Waffen echt gut Damage machen. Wir hatten mit unserem blitzverzauberten Riesenschmiedhammer in Dark Souls 1 im Endgame einen Riesenspaß. Der hat ja draufgedrescht, das war nicht mehr feierlich. Verpasst. Zu leiden entspannt, ja. Dark Souls 3 ist nicht so einfach wie in Dark Souls 1 No Level Run. Eisbär, das werden wir hier auch noch ausprobieren. Das wird hier passieren. Vom Zuschauen habe ich auch tausendmal mehr Respekt vor den Bossen. Ja. Genau, Krude hebt das Scaling auf und macht mehr physischen Grundschaden, genau. Nichtsdestotrotz sollte man auch in einem No-Level-Run schauen, dass man auch im Grunde irgendwie noch Sekundärwaffen hat mit Elementarverzauberung, wie Feuer und Blitz und sowas. Gunst! Dankeschön, das freut mich. Ich wünsche ein schönes Wochenende und noch einen schönen Restabend. So. Hollow Knight habe ich gespielt, mehrfach, allerdings nie durch, tatsächlich. Im Metroidvania-Genre ein Meisterwerk, schlichtweg. Stelle ich auf eine Ebene wie die beiden Ori-Spiele. Das sind beides, oder alle drei, wenn man so will, so meisterhaft gemachte Spiele, in jederlei Hinsicht. Storytelling, Atmosphäre, Leveldesign, Anspruch, Bosse. Boah. Irgendwie geht meine Taktik nicht mehr auf. Und hoffentlich kommt es irgendwann mal, ne? Silksong, die Fortsetzung von Hollow Knight.
Gott, bin ich da spitz drauf. Kann man in den DLCs bei manchen Bossen eigentlich NPCs als Hilfe beschwören? Du meinst hier in Bloodborne? Ja, kann man. Tatsächlich allerdings nur beim ersten. Bei Ludwig. Ansonsten muss man alleine gegen die Bosse antreten. Die vier anderen. In Dark Souls 3. Kann man, ja. In Ariandel auf jeden Fall bei Schwester Friede. In The Ringed City schon gleich bei den Dämonenprinzen. Bei Spear of the Church, bei dem Speer der Kirche auch auf jeden Fall. Bei Gale auch. Nein, bei Gale nicht. Bei Midir kann man, sollte man aber nicht. Also geht schon. Taro, guten Tag. Mach's gut. Schönes Wochenende. Danke dir. Mr. Questocat. Vielen Dank für dein Following. Dankeschön. Bei Gale geht das nicht, nee. Da kannst du nur auf menschliche Spieler hoffen. Mobotor, dankeschön für dein Abo. Vielen Dank. Ich denke immer, ich bin weit genug weg. Und dann kommt der angerannt. Ping! Gabber, nee, bei Koss. Beim Waisenknaben von Koss geht es auch nicht. Wie war eigentlich dein Fazit zu dem Soulstack, was du letztens angetestet hast? Ich fand das. Meinst du das Video, das ich gestern hochgeladen habe? Back to Ashes. Bin nur so mittelbegeistert. Technisch finde ich es echt sehr, sehr ausbaufähig. Und der erste Level ist für ein erstes Level zu groß, zu verwirrend. Also das ja, Leveldesign und wie gesagt, Technik war nicht so meins. Dr. Morty, guten Abend. Im Prinzip wie Mortal Shell war technisch super. Mortal Shell kann man technisch nichts ankreiden. Und das Leveldesign war auch sehr gut. DL Captain, Dankeschön für dein Abo. Vielen Dank. Also meine Meinung ist, Mortal Shell ist ein sehr, sehr guter Souls-like-Kandidat. Gemessen an der Größe des Teams vor allen Dingen. Absolut irre. Psycho Stang, Dankeschön auch dir für das Following. Vielen Dank.
Komm aus diesem blöden Eck raus. Ernsthaft, jetzt stehst du da hinten und... Ja, cool. Problem gelöst. Immortal Unchained habe ich auch ausprobiert, da ist auch der Funke nicht so ganz übergesprungen. War allerdings echt ein okayer Kandidat tatsächlich. Dr. Morty, 8 Monate. What, 8 Monate? Oh ja, da kommen noch weitere. Dankeschön, vielen Dank. So. Ach, der Weg, der Weg, der Weg. Kann ich ein gutes Horrorspiel empfehlen? Kommt drauf an, was für eine Art von Horror du magst. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ausrichtungen. So die subtilen Grusler wie Amnesia. Die Panik-Horrorspiele wie Dead Space. Survival-Horror wie Resident Evil oder Silent Hill. Astraves, dankeschön für dein Following. Der No-Level-Run hier, der kommt auch auf YouTube. Allerdings startet die Videoreihe erst Mitte Juli. Die nächsten 2 Wochen ist mein Sendeplan noch komplett ausgefüllt. Aber ja, die Aufzeichnung läuft und wird hochgeladen. Jetzt lass mich wenigstens mal wieder in die zweite Phase kommen, du Depp, du. Und stell dich nicht ins Eck. Lästig. Wie schnell? Nein, ich hab schon wieder... Ah! Er haut immer noch eine hinten drauf. Totten, dankeschön für dein Following. Ich denke, jedes Mal seine Kombos sind zu Ende, der macht nochmal einen exakt dann, wenn man heilt. Der ist so auf Fuck you Heiling, Heilung getrimmt und animiert. Mr. Darkrow. Eine weitere Spende in das unsichtbare Cocktailglas. Moment. Das ist gar nicht so unsichtbar, da ist es. Sagst du, wie man in Demon's Souls Platin bekommt im Einsteiger-Guide? Nein, weil das mit PvP und Koop zu tun hat. Und das gehört dazu, leider. Man muss dem anderen Spieler helfen und, glaube ich, noch irgendwas anderes tun. Aber ansonsten erwähne ich schon die Trophäen. Also es ist kein Platin-Run. In Below Zero ein Platin-Run geschafft. Sehr gut.
Aber in dem kompletten Run zeige ich auf jeden Fall sämtliche weißen und schwarzen Welttendenzereignisse. Das ist zumindest drin. Rumhuschen von denen. Das macht mich so irre. Was kommt auf den Demon's Souls Walkthrough? Es kommt zum einen eben der No Level Run hier auf YouTube. Dann kommt Dark Souls 1! Daughters of Ash! Tolle. Ich irre. Ich komme nicht weit genug weg. Daughters of Ash Mod von Dark Souls 1. Und noch eine weitere Videoreihe, entweder zu Dark Souls 3 oder 2. Also hier das Glück und das Pech, das man hier haben kann beim Hochklettern, das ist aber auch, ey. Und wie ich God of War rausspielen werde, wenn das rauskommt. Das letzte God of War war eins meiner Spiele forever. Also definitiv in meiner Top 10 drin. Ein brillantes Spiel. Und Ragnarok, ich glaube, ich hoffe sehr, dass sie da nochmal eine Schippe drauflegen. Auch wenn sie dasselbe Spiel normal machen könnten. Gut, also Leute, Ankündigung hier. Das wird der letzte Versuch des heutigen Abends. Wir sind jetzt echt schon seit über 3 Stunden hier am Werk. Mit den 4 optionalen Bossen. Dann haben wir nämlich im nächsten Stream wieder ein bisschen Story. Hauptpfad. Und dort dann sich noch stärker machen. Im Albtraum von Menzies. Mit den Blutbrocken, mit diversen Blutedelsteinen. Damit wir hier vielleicht doch noch einen Blumentopf gewinnen. Unserem alten Märtyrer. Das war kein ernsthafter Versuch. Das ging zu schnell. Wir machen noch einen. Langsam laufe ich Spurrillen hier in den Schnee rein. Und in die Teppiche hier oben, vermutlich. Laufen wir mal hier lang. Vielleicht ist es besser. Nein! Ah. Alles irgendwie doof, um hier zur Leiter zu kommen. Aber solange ich nicht runterfalle, alles gut.
Neues Dantes Inferno? Das wäre auch was, ja. Das fände ich auch cool. Also das Genre ist ein bisschen eingeschlafen, wie mir scheint. Höchstens mal auf Bayonetta 3 hoffen. Dass das mal kommt. Noch Mrs. Lode, das freut mich. Dankeschön. Gut. So, Logarius. Schenke mir einen schönen Versuch. Okay, Leute. Dann soll es das für heute Abend gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr alle dabei gewesen seid. Vielen, vielen Dank für die Bits, für die Abos und für die Follows. Es war mir wirklich ein Riesenspaß heute Abend. Ich hoffe für euch auch. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Restabend. Genießt die freie Zeit, wenn ihr welche habt. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann in einer Woche wieder an dieser Stelle. Und dann geht's Richtung Albtraum von Menzies. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und macht's gut.